liegst in Shavasana, in der Rückenentspannungslage. Der Kopf ist sanft in Verlängerung der Wirbelsäule auf der Matte abgelegt. Und die Arme, die Hände sind ein bisschen abgewinkelt vom Körper, die Handflächen weisen nach oben. Und die Beine sind auch ein bisschen gespreizt, etwa hüftbreit, die Füße auseinander, die Zehen fallen entspannt nach außen. Jetzt atme ein paar Mal tief ein und wieder aus. Mit dem Einatmen hebt sich die Bauchdecke und auch der Brustraum leicht an. Ausatmen sinken sie wieder nach innen, nach unten. Atme jetzt bewusst mit jedem Einatmen frische Lebenskraft ein und atme alles, was du nicht für diese Yogastunde brauchst, zum Beispiel alle Anspannung aus. Und nachdem du ein paar Mal tief ein- und ausgeatmet hast, lass den Atem jetzt ganz natürlich und frei fließen, so wie er von selbst kommen und gehen möchte. Sanftes Einströmen und hinausfließen lassen des Atems. Sei dir jetzt auch ganz bewusst, dass du mit deinem Körper auf der Matte aufliegst und fühle die Kontaktflächen der Körperrückseite über die Fersen, über den Rücken bis zum Kopf hinauf mit der Matte. Werde dir jetzt ganz bewusst, dass es jetzt nichts zu tun gibt. Du darfst ganz so, wie du jetzt bist, einfach so daliegen und mehr mit jedem Ein- und Ausatmen entspannen. Du kannst doch mit jedem Ausatmen schwerer werden, tiefer in Kontakt mit der Erde gehen, mit der Matte, die dich jetzt trägt und im vollen Vertrauen, dass du jetzt, wie du bist, richtig bist und getragen wirst. Vielleicht fühlt es sich dann auch an wie so eine liebevolle Umarmung von Mutter Erde, wenn du dich immer tiefer und tiefer in die Matte hineinsinken lässt. Einatmend, ausatmend. Immer mehr entspannt. Und je mehr du entspannst, desto mehr wächst vielleicht die Bereitschaft oder die Bewusstheit darüber, dass es da in dir ganz tief im Zentrum deines Selbst einen Ort gibt, der von jeher immer schon voller reinster göttlicher Kraft, voller Lebensmut und voller Freude ist, voller Licht. Und hinein in diesen Ort kannst du dich jetzt sanft weiteratmend immer mehr hineinsinken lassen. Und ich begleite dich dabei mit einem Löwenmantra, welches von dieser inneren Kraft auch singt. Narasimha Hamadim Sharanam Prapada.
Narasimha Madim Sharanam Prapadi Namaste Narasimhaya Pralada Ladadaine Hiranyakashipo Vakshaha Shila Tankana Kalaye Itonisimho Paratonisimho Yato Yato Yamitatonisimho Bahianisimho Haridayenisimho Narasimha Madim Sharanam Prapadye Narasimha Madim Sharanam Prapadye Tavakara Kamaravare Nakamabhutta Shringaham Darita Hiranyakashipu Tanu Pringam Keshavatrita Narahari Rupa Jayajagadishahare 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 Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya Jetzt vertiefe deine Atmung wieder und nimm tiefe Atemzüge und komme so allmählich wieder ganz hier im Raum auf deiner Yogamatte an. Bring dann auch Bewegung in den Körper, kannst dich dann auch gerne strecken. Und komme dann schließlich zum Sitzen für das gemeinsame Om-Chant zu Beginn der Stunde. Und ein Mantra, wenn du es kennst, chante gerne mit. Sitze aufrecht und zugleich entspannt und atme ein für das Om. Om.
Tomasatgamaya, Tamasoma Jotia Gamaya, Mritam Gamaya. Von der Unwissenheit führe mich zur Weisheit, von der Dunkelheit führe mich zum Licht und von der Sterblichkeit führe mich zur Unsterblichkeit. Om Shanti Shanti Shanti. Om Frieden Frieden Frieden. Namaste, herzlich willkommen zur heutigen Mantra-Yoga-Stunde. Ich heiße Devadas und ja, freue mich, dass ich euch durch diese Stunde führen darf. Und ich habe ein Thema mitgebracht. Ich teile die Themen, die Yoga-Stunden gerne in Themen ein. Und das Thema soll heute sein, die innere Löwenkraft, wahrer Mut und wahre Stärke. Also kannst du gerne das Augenmerk immer wieder innerlich darauf richten, auf die innere unendliche Kraft, die in dir sprudelt. Und ich werde immer wieder Anleitungen dazu geben, dass man dahin findet, auch Mantras singen, die dazu passen. Und der Löwenaspekt von Vishnu, Narasimha, passt da sehr gut dazu. Deswegen wird das auch immer wieder auftauchen. Gibt es jemanden unter euch, wer zum allerersten Mal an einer Mantra-Yoga-Stunde teilnimmt, bitte gerne melden. Gut, dann erwähne ich kurz gerne, dass bei einer Mantra-Yoga-Stunde, so wie gerade bei der Anfangsentspannung gehört, auch in den Asanas und auch teilweise in den Atemübungen begleite ich euch mit Mantra-Liedern. Manchmal lese ich auch ein kleines Gedicht vor. Wenn dir das mal zu lange ist, die Phase des Singens, dann kannst du einfach in der Zwischenentspannung kommen, ganz eigenverantwortlich üben, kannst auch die Asana, wie zum Beispiel den Fisch, mit Unterstützung im oberen Rücken, mit einem Kissen aufbauen. Find einfach die Asana, die für dich richtig ist, oder auch die Variante, oder mach eine Pause zwischendrin, komm vielleicht noch ein zweites Mal rein. Da heute ja das Thema ist, dass du dich gerne ein bisschen fordern darfst, deswegen auch im Sonnengruß werde ich dann ein bisschen schneller werden, wenn es mal zu schnell wird, gerne im eigenen Tempo weitermachen. Kein Problem. Gut, dann beginnen wir klassisch mit Pranayama, den Atemübungen, Kapalabhati, die Feueratmung. Dazu begleite ich dich im Rhythmus der Mridanga-Trommel. Auch hier gilt, wenn es zu schnell, zu langsam ist, den eigenen Rhythmus finden gerne. Und ich werde das Feuerbija-Mantra Ram zitieren. Immer auf Ram kannst du ausatmen, wenn du im Rhythmus folgst. Gut. Dann atme nochmal tief und vollständig Yoga-Atmung ein, Bauchraum, Brustraum füllen und vollständig wieder ausatmen. Dann atme nochmal vollständig Yoga-Atmung ein und ein zweites Mal ausatmen. Jetzt atme bequem zu etwa 2/3 ein und wir beginnen. Aus, ein, ram, 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 ram. Ram, 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 ram. Vollständig ausatmen. Wenn du mit Bandhas arbeitest, tu dies gern selbstständig oder Agnisara. Und sobald der Impuls zum Einatmen kommt, gib ihm dann nach und atme wieder vollständig ein. Danach wieder vollständig ausatmen. Und dann atme bequem ein, fülle die Lungen zu etwa 2/3, halte den Atem an und bleibe ganz mühelos mit der Achtsamkeit im Bauchraum, Magengegend,
in der Wirbelsäule, im Manipura Chakra. Sieh dort, wenn du magst, deine golden strahlende Sonne oder fühle Wärme oder was auch immer dort sich jetzt zeigt. Den Atem halte aber nur so lange an, wie es ohne großen Druck möglich ist. Ansonsten beginne mit Ausatmen weiter zu atmen. Halte die Augen dann aber weiterhin geschlossen. Noch anhältst, kannst du jetzt ausatmen. Jetzt gemeinsam vollständig einatmen und nochmal vollständig ausatmen. Jetzt atmen bequem ein für die zweite Runde. Aus, ein, aus, ein. Ram, 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 ram. Ram, 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 ram. Vollständig ausatmen. Und wenn der Impuls kommt, atme natürlich wieder ein, dann atme wieder vollständig aus und atme dann bequem ein und halte den Atem an. Achtsamkeit jetzt ans Unterende der Wirbelsäule bringen, Steißbeinbereich, und sieh dort wieder eine strahlende Sonne, die Licht kraftvoll in alle Richtungen deines Körpers ausstrahlt. Noch anhältst, dann atme jetzt aus. Atme vollständig Yoga-Atmung ein. Atme danach wieder vollständig aus. Und atme bequem ein für die letzte Runde. Aus, ein, aus, ein. Ram, 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 ram. Ram, 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 ram. Vollständig ausatmen. Und sobald der Impuls kommt, atme wieder vollständig ein. Dann atme danach wieder vollständig aus. Und atme bequem ein, zu etwa zwei Dritteln, und halte den Atem an. Bring jetzt die Achtsamkeit wieder ans Unterende der Wirbelsäule und lass dort die strahlende Sonne, wenn du magst, Wirbel für Wirbel im feinstofflichen Wirbelkanal aufsteigen
bis über den Herzraum hinaus, bis hinter die Stirn, in die obere Mitte des Schädels und verweile dann dort. Sieh von dort im Zentrum deiner Wahrnehmung, einige Zentimeter hinter der Stirnmitte, die strahlende Sonne, die zugleich deine Wahrnehmung ist, ausstrahlen in alle Richtungen deines Körpers und auch darüber hinaus kraftvoll Licht ausstrahlen. Impuls zum Atmen kommt, gib ihm nach, atme dann selbstständig, beginnt mit Ausatmen weiter, verweile aber noch mit geschlossenen Augen ganz bei dir, in deiner inneren Kraft, hinter der Stirn, zentriert, im inneren Beobachter sozusagen, und höre ein kurzes Stück Lyrik, ein Gedicht. Ich bin Löwenfeuer, in mir selbst reinste, unendliche, gleißendste Selbstheit, jenseits von hörbarer Stille, im egotödlichsten Getöse ewigen Lebens, im senken Drachenodem, aus wahrem Mut geboren, der, die ich immer bin. Hier stehe ich als ich, hier sitze ich unbesiegbar, feurig, freudig, strahlend. Wundervolle, flammenumwobene, löwenschöne Lichtgestalt in Gottes Sein, verbrennend der widrigen Dunkelheit Essenz im Millionensonnenblitz unserer unaufhaltsamen Liebeskraft, die immerfort Himmel erschafft. Und nun kannst du dich bereit machen für die zweite Atemübung, die Wechselatmung. Wenn du die Sitzposition anpassen magst, kannst du das gerne tun, Beine mal kurz ausstrecken oder sowas. Und wir werden eine Runde rechts, links gemeinsam praktizieren mit Ansage und dann kannst du die Wechselatmung selbstständig weiter praktizieren, solange es dir lieb ist, in Begleitung eines weiteren Mantralieds. Und so bringe mal die rechte Hand in Vishnu Mudra, dazu Zeigefinger, Mittelfinger anwinkeln, die anderen Finger, Daumen, Ring und kleiner Finger sind ausgestreckt wie so ein V. Linke Hand in Shin Mudra bringen, das heißt Daumen und Zeigefinger berühren sich sanft miteinander. Nochmal beide Mudras ablegen auf dem Oberschenkel und kräftig einatmen durch die Nase und wieder ausatmen. Jetzt verschließe mit dem rechten Daumen das rechte Nasenloch und atme links zügig ein durch das linke Nasenloch, etwa 4 Sekunden. Halte den Atem an, schließe beide Nasenlöcher, achte darauf, dass der Kopf gerade ist und die Schultern beide entspannt. Dann öffne rechts, atme rechts aus, gleichmäßig, stetig, etwa doppelt so lang ausatmen, wie du eingeatmet hast. Dann atme rechts wieder zügig ein. Schließe beide Nasenlöcher, halte den Atem an, Achtsamkeit hinter der Stirn, im Zentrum der Wahrnehmung, wie so ein Auge des Sturms sozusagen, obwohl es sich im Kopfraum befindet, ist es dort still. Links öffnen und ausatmen, langsam ausatmen, etwa 8 Sekunden. Dann atme links wieder zügig ein, halte den Atem an und praktiziere in deinem eigenen Rhythmus weiter, in Begleitung des Mantra-Liedes an Jagannath. Jagannath, der Herr des Universums. Und es wird auch gesagt, in einem vorherigen Zeitalter-Zyklus war er diese Löwenform von Vishnu. Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu Me Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu Me Jaya Jagannath Jaya Jagannath
Jaya Balladeva Jaya Subhadra Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu Me Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu Me Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Balladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Balladeva Jaya Subhadra Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu Me Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu Me Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Balladeva Jaya Subhadra 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 Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu Me Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Balladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Balladeva Jaya Subhadra Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu Me Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu Me. Wenn du das nächste Mal links ausgeatmet hast, dann senke die Hand ab, halte die Augen aber noch geschlossen und verweile ganz bei dir. Und fühle in dich selbst hinein. Und wenn durch diese Übung die Wechselatmung, die Energien, die Sonnen- und Mondenergie sozusagen sich immer mehr ausgleicht im Körper, im Energiesystem, dann geschieht es wie von selbst, dass der Geist auch immer ruhiger und ruhiger wird. Und wenn er ganz zur Ruhe gekommen ist, dann wird es durchaus möglich, dass sich die wahre innere Kraft offenbart, das wahre Selbst zeigt in seiner Macht und Kraft. Und so gibt es ja auch das Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft. Und so ist es dann auch tatsächlich. Kannst du dich jetzt bereit machen, die innere Kraft in die äußere Kraft umzusetzen, indem du zum Stehen kommst und dich bereit machst für Surya Namaskar, für den Sonnengruß.
Und beim Sonnengruß werden wir einmal rechts, einmal links mit Ansage praktizieren. Und danach kannst du im Rhythmus der Surya-Mantras, der Sonnenmantras, praktizieren. Jedes Mantra beginnt dann mit einem Om, jedes Mantra ist ein Teil der Übung. Versuch aber dennoch, den Sonnengruß nicht so abgehackt zu machen, sondern in einem stetigen Fluss zu kommen. Und wenn der Fluss dir zu schnell, zu langsam wird, der Rhythmus, den ich vorgebe, finde dann einfach deinen eigenen. Und bei den angesagten Runden werde ich ein paar Varianten einbauen, einmal rechts, einmal links, um dich ein bisschen in der Kraft zu fördern. Überfordere dich nicht, aber genau, mach sie sonst gerne mit. Komm ans vordere Ende der Matte jetzt und stehe in der Berghaltung, das heißt entweder die Füße zusammen oder leicht auseinander, die Zehen sind in einer Linie, leicht federnd in den Knien stehen, also die Knie nicht durchdrücken, kannst du mal die Hände ein bisschen ausschütteln, lockern, die Schultern auch und dann zur Ruhe kommen lassen, darauf achten, dass der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule aufgerichtet ist. Kannst auch gerne nochmal die Augen schließen, die Arme sind ein bisschen abgewinkelt vom Körper und dann atmen ein paar Mal tief ein und aus und spüre die Aufrichtung in der Wirbelsäule bis zur Krone und zugleich fühle dann auch mal ganz runter über die Füße, spüre den Boden, den Kontakt zur Erde. Wir haben noch Zeit für eine kleine Vorübung, das heißt eine Konzentrationsübung sozusagen, eine Mudra-Haltung, Arjuna Mudra. Wenn du das noch nicht kennst, du bringst die Zeigefinger wie Pfeilspitzen nach vorne zusammen, parallel zum Boden und hinten die Daumen sind aufgespannt wie so ein Bogen, parallel zum Boden auch. Und dann gibst du Ellenbogen nah am Körper gehalten, die Daumen einfach ganz entspannt ans Brustbein, ohne großen Druck. Die Pfeilspitzen, die weisen nach vorne, parallel zum Boden. Und dann kannst du so ein bisschen hoch und runter fahren, mal am Brustbein entlang, wenn du magst. Und da, wo es am angenehmsten ist, oder da, wo du vielleicht auch sogar eine Resonanz spürst, oder so ein Kribbeln, da verweilst du. Da wird sich vermutlich dann der Herz-Mama-Punkt, Hridaya-Mama, befinden, der direkt mit dem Herzchakra in Verbindung ist, energetisch. Und dann kannst du die Augen schließen und an diesem Punkt entspannt verweilen und weiterhin tief ein- und ausatmen. Und währenddessen kannst du in diesen Kontaktpunkt oder ins Herzchakra hineinfühlen. Arjuna Mudra ist nach Arjuna benannt, dem Krieger oder Helden des Mahabharata-Epos, taucht auch in der Bhagavad Gita auf und Krishna leitet ihn, er lässt sich also zugleich von Krishna führen, deswegen ist das zugleich eine Mudra-Haltung, die dir hilft, in die innere Stärke und Kraft zu kommen, wie so ein Krieger, aber zugleich auch voller Hingabe und Liebe zu sein und dich von Gott, der Göttin, leiden zu lassen. Die man also auch immer machen kann, um die innere Kraft und in die innere Führung sich wieder einzuschwingen. Nochmal kräftig tief einatmen. Mit dem Ausatmen senke die Hände dann ab, öffne gerne auch die Augen für den Sonnengruß. Und dann beginnen wir einatmen, ausatmen, Hände vor die Brust falten, Hände leichter Druck zueinander. Namaste. Einatmen, nach oben kommen, wer möchte aus dem oberen Rücken nach hinten neigen. Ausatmen, nach vorne beugen, Hände in einer Linie mit den Zehen. Einatmen, rechter Fuß nach hinten, Blick nach vorne, Sprinter. Dann Luft anhalten, Liegestützstellung, Körper ist in einer Linie. Jetzt verweile hier mal, soweit es möglich ist, nehme ein paar tiefe Atemzüge, schöpfe Kraft aus dem Atem. Vielleicht so 4, 5 Atemzüge, wenn es möglich ist. Und wer sich noch mehr fordern möchte, mit dem Ausatmen kommst du knapp über die Matte, so wie so eine Liegestütze, und dort mal halten, so knapp über dem Boden halten und mit dem Ausatmen, egal wo du jetzt bist, dann absetzen, Knie, Brust, Stirn zu Boden bringen und dann komme in die Cobra, einatmen, Hüfte drückt den Boden, Ellenbogen sind nah am Körper und auch hier in der Cobra kannst du dich mal ein paar Atemzüge nehmen und ein bisschen weiter nach oben drücken, wenn du magst. Wenn es der Rücken erlaubt, natürlich nur wenn er gesund ist, mehr Richtung Königskobra kommen,
Wer möchte, kann auch noch hinten die Fersen Richtung Kopf bringen, so ein bisschen. Gut, dann kommen wir wieder in die normale Kobra und dann ausatmen. Drücke dich hoch in den herabschauenden Hund. Fersen schieben zur Matte, Rücken schön lang machen und da auch mal verweilen, ein paar tiefe Atemzüge nehmen im herabschauenden Hund. Rücken schön lang machen, Fersen zur Matte streben lassen. Mit dem nächsten Einatmen das rechte Bein nach oben hinten mal ausstrecken Richtung Decke. Die Ferse Richtung Decke bringen, also so eine Spannung im Bein bringen. Und tief ein- und ausatmen. Noch einmal tief einatmen, mit dem Ausatmen den Fuß zurück zur Matte bringen. Und dann genau, bringe mit dem nächsten Einatmen den rechten Fuß nach vorne, zwischen die Hände. Blick nach vorne, ausatmen, anderer Fuß daneben, Vorwärtsbeuge, einatmen, nach oben kommen. Wer möchte aus dem oberen Rücken nach hinten neigen, ausatmen, Arme sinken lassen. Jetzt zur anderen Seite, einatmen, ausatmen, Namaste. Einatmen, nach oben strecken, ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, linker Fuß nach hinten, Blick nach vorne, Sprinter, Luft anhalten, Liegestützstellung, Körper ist in einer Linie, jetzt wieder halten, weiteratmen, schöpfe Kraft aus dem Atem bewusst und verweile einfach hier. Wer sich noch mehr fordern möchte, hält knapp ein paar Zentimeter über der Matte, wie so eine gehaltene Liegestütze. Ein paar Mal tief einatmen noch, zweimal vielleicht noch. Und mit dem Ausatmen Knie, Brust, Stirn zu Boden bringen. Dann wieder einatmen, drücke dich hoch in die Kobra, Ellenbogen nah am Körper. Jetzt weiter atmen und du kannst auch gerne dich weiter hochdrücken, die Arme weiter ausstrecken und wer möchte auch gerne die Fersen hinten anheben, Richtung Kopf bringen. Nur so weit es der Rücken erlaubt oder du dich heute fordern möchtest. Und tief weiter ein- und ausatmen, dieser herzöffnenden Asana, der Kobra. Jetzt drücke dich hoch, ausatmen in den herabschauenden Hund, verweile auch hier im herabschauenden Hund, richte dich richtig schön ein, Rücken schön lang machen, Arme schön ausstrecken, Fersen streben zur Matte. Und mit dem nächsten Einatmen jetzt den linken Fuß hochbringen, Richtung Decke, Ferse Richtung Decke strecken. So eine schöne Spannung spüren über den Rücken bis zur Ferse. Ein paar tiefe, kräftige Atemzüge nehmen. Und halten noch ein bisschen. Noch einen letzten tiefen Atemzug, vielleicht ein bisschen weiter hoch und dann ausatmen, den Fuß wieder zur Matte bringen. Und dann einatmen, linker Fuß nach vorne, Sprinter, Blick nach vorne. Ausatmen, anderer Fuß daneben, Vorwärtsbeuge. Einatmen, langsam nach oben kommen. Ausatmen, Arme sinken lassen. Jetzt praktiziere in Begleitung der Surya-Mantras. Jedes Mantra beginnt mit einem Om. Jedes Mantra ein Teil der Übung. Wenn es dir zu schnell ist oder zu langsam, finde den eigenen Rhythmus, wie gesagt. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Soyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Hyanagabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Marichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Akaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Soyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Hyanagabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Arichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Akaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Soyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Hyanagabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Arichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Akaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha,
Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Soyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Marichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Makaya Namaha, Om Maskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Soyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Akaya Namaha, Om Maskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Soyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Enegabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Akaya Namaha, Om Maskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Soyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Akaya Namaha, Om Maskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Soyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Akaya Namaha, Om Maskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Soyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Marichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Akaya Namaha, Om Maskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Soyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Marichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Akaya Namaha, Om Maskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Soyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Akaya Namaha, Om Maskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Soyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Akaya Namaha, Om Maskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Soyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Akaya Namaha, Om Baskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Soyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Akaya Namaha, Om Baskaraya Namaha. Jetzt, wer möchte, noch zwei Runden bewusst, langsam im Rhythmus. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Soyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Savitri Namaha, Om Savitri Namaha, Om Akaya Namaha, Om Baskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Soyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Makaya Namaha, Om Maskaraya Namaha. Dann bleibe noch in stehender Haltung, schließe gern die Augen und fühle die belebende, kraftspendende Wirkung, erwärmende Wirkung von Surya Namaskar. So kannst du dich auch, wenn du in die mehr äußere, bewegte Aktivität gehst, auch mit der Ursonne, mit der Urkraft sozusagen verbinden.
im Sonnengruß. Und jetzt komm ans hintere Ende deiner Matte in die Stellung des Kindes. In der Stellung des Kindes richte dich so ein, dass auch das Gesäß am besten auf den Fersen zur Ruhe kommt. Sonst kannst du da gerne ein Kissen nutzen, welches du dazwischen legst. Und achte auch darauf, dass du mit dem Ausatmen auch die Schultern, der Nacken ganz entspannt Richtung Matte sinken kann. Und lass den Atem mit tiefen Atemzügen dann allmählich sich beruhigen. Und während du zur Ruhe kommst und in der Ruhe neue Kraft schöpfst für die folgenden Asanas, kannst du dir jetzt überlegen, ob du jetzt gleich in der Folge den Kopfstand praktizieren möchtest. Wenn du ihn selbstständig praktizieren kannst, kannst du das gerne tun. Du kannst dich aber auch gerne fordern, wer jetzt noch forderndere Asanas kennt, beherrscht, wie Skorpion, kann das auch gerne praktizieren oder Handstand sogar. Ansonsten fördere dich so oder bereite dich auf den Kopfstand vor, mache eine Übung, die ich doch vorbereite, wie zum Beispiel den herabschauenden Hund halten oder den Delfin praktizieren als dynamische Übung. Wähle die Asana, die sich für dich jetzt richtig anfühlt, nur noch nicht den Schulterstand, den werden wir gleich gemeinsam praktizieren. Und ich begleite dich dabei mit einem weiteren Sonnenmantra an die Ursonne, das Gayatri-Mantra, was davon singt, dass wir über diese ursprüngliche, lichtvolle Kraft meditieren. Und so wird im Kopfstand durch die Umkehrhaltung das Kronenchakra aktiviert sehr stark. Und das ist eben die Verbindung, die wir in diesem Leben aufbauen können, über dieses Chakra zur ursprünglichen Kraftquelle, zur Ursonne sozusagen. Ich seh das göttliche Licht strahlend so wunderschön, zu sehen, wie Gott mich schaut durch all unsere Augenlicht. Ich seh das göttliche Licht strahlend so wunderschön, zu sehen, wie Gott mich schaut durch all unsere Augenlicht. Aum Bhua Bhuvaha Svaha Tat Savitur Variniyam Bhagore Vasya Rimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Bhua Bhuvaha Svaha Tat Savitur Variniyam Bhargore Vasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Noch in einer Umkehrhaltung befindest, komme wieder kontrolliert zurück in die Stellung des Kindes. Und
verweile in der Stellung des Kindes für etwa 2 Minuten, richte dich dort ganz bequem ein und achte darauf, dass auch mit dem Ausatmen der Nacken ganz entspannt Richtung Matte sinken kann, auch die Schultern. Jetzt kannst du dich in der Stellung des Kindes ganz so, wie ein Kind es tun würde, sich voll und ganz deine Matte anvertrauen. Sozusagen der liebevollen Umarmung von Mutter Erde kannst du dich anvertrauen. Voller Vertrauen, dass du okay bist und getragen bist, so wie du jetzt bist, und höre in dieser Haltung noch ein kurzes Mantra. Und das spricht eben davon, dass sich Prahlad, der kleine Junge, im Narasimha, im Löwenepos, ganz dieser Löwenform, Narasimha-Form Gottes anvertraut hat. Und das ist ein sehr altes Mantra-Gebet, was einst die Devatas, die Halbgötter, an Vishnu in Löwenform gerichtet haben sollen. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namastejas Tejase Avir Avir Bhava Vajra Naka Vajradam Shtra Kamashayan Randaya Randaya Tamo Krasa Krasa Om Svaha Abhayam Abhayam Atmani Bhuyishta Om Kshraum. Ich verneige mich vor dir, Narasimha, der Quelle aller Kraft. Deine Löwenkrallen und Zähne sind wie Blitze. Ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, die Wünsche des materiellen Egos zu besiegen. Du bist in unseren Herzen und beseitigst unsere Unwissenheit, damit wir frei von aller Angst und frei vom Kampf ums materielle Dasein werden. Deine Stimme ist wie das Brüllen eines Löwen. Und dann einatmend, richte dich Wirbel für Wirbel auf und komme kurz in den Fersensitz, strecke dann die Beine nach vorne aus und komme so in die Rückenlage. In der Rückenlage richte dich schon mal so ein, dass du für die folgenden 2 Asanas den Schulterstand und danach auch vor allem für den Pflug genug Platz hast. Oder wenn du ein Kissen für den Pflug brauchst, kannst du es dir schon mal oberhalb des Kopfes, da wo dann die Füße hinkommen, hinlegen. Du kannst auch den Schulterstand ganz bequem halten, wenn du magst. Da wir ca. 4 Minuten Zeit haben für Schulterstand und den Pflug, kannst du auch gerne ein Kissen unter das Gesäß bringen oder den Schulterstand klassisch aufbauen. Drücke dich dann mit Hilfe der Hände, der Arme hoch in den Schulterstand und lass dich heute begleiten von einem Devi-Mantra an Durga Devi, die auch auf einem Löwen reitet und die auch sehr kraftvoll sein kann, wie so eine göttliche Mutter ihre Kinder beschützt, wie so eine Löwenmutter, die ihre Jungen beschützt. Und so kannst du dich jetzt voller Vertrauen in deine Kraft erheben, in den Schulterstand, im Vertrauen noch darauf, dass du voll und ganz angenommen wirst von der Göttin, so wie du jetzt bist. Und später, wenn du in den Schulterstand in den Flug gehst, dann ist dort das geistige Thema die Geduld. Und so kannst du voller Vertrauen sein, dass die Göttin auch voller Geduld mit ihr, mit dir und allem ist. Devi, 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 Jagan Mohini. Devi, 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 Jagan Mohini. Chantrika Devi Chandamunda Harini Chantrika Devi Chandamunda Harini Chamundeshwari Ambike Devi Chamundeshwari Ambike Devi 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 Jagan Mohini
Devi 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 Jagan Mohini Chantrika Devi Chandamunda Harini Chantrika Devi Chandamunda Harini Chamundeshwari Ambike Devi Chamundeshwari Ambike Devi 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 Jagan Mohini Devi 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 Jagan Mohini Chantrika Devi Chandamunda Harini Chandrika Devi Chandamunda Harini Chamundeshwari Ambike Devi Chamundeshwari Ambike Devi 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 Jagan Mohini Devi 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 Jagan Mohini Chantrika Devi Chandamunda Harini Chantrika Devi Chandamunda Harini Chamundeshwari Ambike Devi Chamundeshwari Ambike Devi Chamundeshwari Ambike Devi Chamundeshwari Ambike Devi 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 Jagan Mohini Devi 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 Jagan Mohini Chantrika Devi Chandamunda Harini Chantrika Devi Chandamunda Harini Chamundeshwari Ambike Devi Chamundeshwari Ambike Devi 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 Jagan Mohini Chantrika Devi Chandamunda Harini Chamundeshwari Ambike Devi Chamundeshwari Ambike Devi 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 Jagan Mohini Chantrika Devi Chandamunda Harini Chamundeshwari Ambike Devi Chamundeshwari Ambike Devi 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 Jagan Mohini Und dann komme mit dem nächsten Ausatmen wieder zurück, langsam in die Rückenentspannungslage. In der Rückenentspannungslage kannst du dich dann bereit machen für die angenehme Gegenbewegung für Matsyasana, den Fisch. Du kannst aber auch zuerst heute, um dich zu fordern, wenn du das magst oder kennst, in Chakrasana, in das Rad kommen und das Rad halten, solange du magst, und dann später in den Fisch oder ganz klassisch den Fisch aufbauen oder den Fisch auch gerne mit einem Kissen im oberen Rücken ganz bequem halten für ein paar Minuten. Atme dabei tief ein und aus, vor allem bei Chakrasana tief atmen und Kraft aus dem Atem schöpfen. Und in dieser herzöffnenden Asana oder den Asanas, dem Rad und dem Fisch, lass dich begleiten von einem Mantralied, was von der Liebe zwischen Lakshmi und Vishnu, Lakshmi und Narasimha singt. Lakshmi wird auch Padma genannt, die lotusgleiche Göttin des Herzens. Und da heißt es in dem Mantra, kurz gesagt, dass Vishnu in Löwenform immerfort voller Liebe das lotusgleiche Antlitz von Lakshmi, von Padma, anschaut. Shrinasimho Jainasimho Jaya Jainasimharif Prahladisha Jaya Padma Mukha Padma Bringo
Shri Nasimho Jai Nasimho Jaya Jai Nasimari Pralarisha Jaya Patma Mukha Patma Bringo Shri Nasimho Jai Nasimho Jaya Jai Nasimari Pralarisha Jaya Patma Mukha Patma Bringo Shri Nasimho Jai Nasimho Jaya Jai Nasimharif Paladisha Jaya Patma Mukha Patma Bringo Shri Nasimho Jai Nasimho Jaya Jai Nasimharif Praladisha Jaya Patma Mukha Patma Bringo Shri Nasimho Jai Nasimho Jaya Jai Nasimharif Praladisha Jaya Patma Mukha Patma Bringo Shri Nasimho Jai Nasimho Jaya Jai Nasimharif Praladisha Jaya Patma Mukha Patma Bringo Shri Nasimho Jai Nasimho Jaya Jai Nasimharif Pralarisha Jaya Patma Mukha Patma Bringo Shri Nasimho Jai Nasimho Jaya Jai Nasimharif Pralarisha Jaya Patma Mukha Patma Bringo Shri Nasimho Jai Nasimho Jaya Jai Nasimharif Pralarisha Jaya Patma Mukha Patma Bringo Shri Nasimho Jai Nasimho Jaya Jai Nasimharif Praladisha Jaya Patma Mukha Patma Bringo Shri Nasimho Jai Nasimho Jaya Jai Nasimharif Praladisha Jaya Patma Mukha Patma Bringo Shri Nasimho Jai Nasimho Jaya Jai Nasimharif Pralarisha Jaya Patma Mukha Patma Bringo. Und dann mit dem nächsten Einatmen blicke wieder vor zu den Füßen, ausatmend komme zurück in die Rücken, Entspannungslage. Dann kannst du in der Rückenlage die Knie Richtung Brust bringen, die Knie mit den Händen umfassen und dann mal so kreisende Bewegungen im Uhrzeigersinn machen. Massiere den unteren Rücken, Hüfte, Kreuzbeinbereich. Und kreise jetzt gerne auch zur anderen Richtung. Geh jetzt über in schaukelnde Bewegung, massiere deinen Rücken der Länge nach und lass dann die Schaukelbewegung allmählich stärker werden und komme schließlich mit Schwung in den Langsitz zum Sitzen. Im Langsitz kannst du jetzt entweder die Vorwärtsbeuge mit geschlossenen Beinen ganz klassisch praktizieren oder eine Variante davon, kannst du auch die Beine krätschen, wenn du magst, die Beine auseinandergeben und so nach vorne heute, wenn du magst, in die Vorwärtsbeuge kommen. Wähle das, was sich für dich gut anfühlt und mit dem Einatmen richte dich nochmal voll auf, strecke die Arme nach oben aus. Wirbelsäule, Rücken lang machen und ausatmen mit gestrecktem Rücken, komme nach vorne, lass die Muskeln weicher werden, entspannter und lege dann die Hände dort ab, wo sie sich ablegen lassen. Atme tief weiter ein und aus in dieser Asana der Hingabe, die auch zugleich aber auch eine Asana ist, wo die Feuerkraft in dir gestärkt wird. Manipura-Chakra, Feuerelement, wird verstärkt durch die Vorwärtsbeuge und tiefe Atmung. Und so singe ich nun von Sitaram, die auch für diese Kraft im Bewusstsein, dieses Feuerelement stehen. Rage.
Raghupati Raghava Racharam Patita Pavana Sitaram Raghupati Raghava Racharam Patita Pavana Sitaram Raghupati Raghava Racharam Patita Pavana Sitaram 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 Lakshman Hanuman Sitaram 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 Lakshman Hanuman Raghupati Raghava Racharam Patita Pavana Sitaram 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 Lakshman Hanuman Sitaram 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 Lakshman Hanuman Sitaram 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 Lakshman Hanuman Raghupati Raghava Racharam Patita Pavana Sitaram. Und wenn du dich noch in der Asana befindest, komme mit dem nächsten Einatmen langsam nach oben, strecke die Arme weit nach oben aus. Bringe dann die Beine zusammen, falls sie gekrätscht sind, und bringe die Hände hinter den Körper auf die Matte, setze die Hände ab, stütze dich dort auf und mit dem nächsten Einatmen drücke die Hüfte kräftig nach oben und komme so in die schiefe Ebene und schöpfe hier Kraft aus deinem Atem. Versuch mal mindestens 108 Atemzüge, ich habe mich wohl versprochen, eventuell 8 Atemzüge ist möglich, die jetzigen schon mitgezählt, vielleicht sind es noch 3 oder 4. Wenn du magst. Und mit dem allerletzten Atemzug, um dich heute richtig schön zu fordern, kannst du mit dem Einatmen noch mal ein bisschen weiter, vielleicht nach oben kommen mit der Hüfte, und dann ausatmen, dich absinken lassen zur Matte. Ah ja, hier kommt auch schon ein kleiner Löwe anmarschiert, uns besuchen. Passend. Genau, was kommt jetzt als nächstes? Ja, kannst die Beine kreuzbeinig zusammengeben, kurz sozusagen in kreuzbeinigen Sitz kommen und dich dann nach vorne ablegen in die Bauchentspannungslage. Entspannungslage, achte auch darauf, dass sich idealerweise die großen Zehen berühren, die Fersen entspannt nach außen sinken, sodass auch die Beine ganz entspannt da liegen können. Und mit dem Ausatmen kannst du auch nochmal ganz bewusst die Schultern Richtung Matte sinken lassen, den Nacken auch entspannen. Gleich in der Bauchlage beginnen mit weiteren Asanas, ganz klassisch Bhujang Asana, die Kobra. Da kannst du auch gerne heute in die Königskobra kommen oder das auch mal ausprobieren, wenn du magst. Und danach folgt dann die Heuschrecke, die Beine hinten angehoben. Und wenn du dann noch magst, kannst du auch in den Bogen kommen. Du kannst natürlich auch Varianten praktizieren, mal die Sphinx probieren, da einfach die Ellenbogen aufgestellt, anstatt die Kobra zu machen.
kannst auch das Boot praktizieren oder Asanas in der Bauchlage deiner Wahl. Hast du etwa 4 Minuten Zeit in Begleitung der Löwenmantras und um dich in der Kraft zu fördern und zugleich auch zum Beispiel in der Kobra wird auch das Agya-Chakra, Stirnchakra, der innere Beobachter gestärkt und so unterstütze ich dich mit den Löwenmantras, die dir auch helfen, die innere Kraft der Unterscheidung zu stärken, das heißt also Licht von Dunkelheit zu unterscheiden auf dem Weg des Erwachens und auch zugleich Schwäche von wahrer göttlicher Kraft zu unterscheiden. So beginne jetzt zum Beispiel mit der Kobra. Namaste Narasimhaya Prahlada Ladayine Hiranyakashipo Vakshaha Shila Tankanakaraye Namaste Narasimhaya Palaraladadayine Hiranyakashipo Vakshaha Shila Tankanakaraye Ito Nisimho Parato Nisimho Yato Yato Yamitato Nisimho Bahia Nisimho Ridaye Nisimho Narasimha Marim Sharanam Prapadye Ito Nisimho Parato Nisimho Yato Yato Yamitato Nisimho Bahia Nisimho Ridaye Nisimho Narasimha Marim Sharanam Prapadye Du Löwenschöne Richtgestalt Brennst hinfort die Dunkelheit, wohin ich auch geh, du bist da. Löwenkraft ist überall, ich öffne mich meiner wahren Kraft, die liebend Leben ewig schafft. Du Löwenschöne Lichtgestalt, brennst hinfort die Dunkelheit, Wohin ich auch geh, du bist da. Löwenkraft ist überall. Ich öffne mich meiner wahren Kraft, die liebend Leben ewig schafft. Ich öffne mich meiner wahren Kraft, die liebend Leben ewig schafft. O Kram Viram Mahavishnum Svarantam sarvatomukam Nishimham bishanam batram Mrityom mrityum namam yaham Ukram viram mahavishnum Svarantam sarvatomukam Nishimham bishanam batram Mrityom mrityum namam yaham Kram viram mahavishnum svarantam sarvatomukam nishimham bishanam batram mrityom mrityum namamyaham Kram viram mahavishnum svarantam sarvatomukam nishimham bishanam batram Mrityom mrityum namamyaham Du Löwenschöne Lichtgestalt brennst hinfort die Dunkelheit wohin ich auch geh du bist da Löwenkraft ist überall ich öffne mich meiner wahren Kraft die liebend leben ewig schafft.
Ich öffne mich meiner wahren Kraft, die liebend Leben ewig schafft. Om Harim Kshaum. Und dann, wenn du dich noch in einer Asana befindest, komme ausatmen zurück in die Bauchentspannungslage. Spannungslage verweile kurz und höre noch ein weiteres Stück Lyrik, ein Gedicht. Und wenn die Menschen immer mehr zu ihrer wahren Kraft erwachen, das wahre Selbst immer wacher wird, immer präsenter auf der Welt, dann stellt sich vielleicht ein Zustand ein, den man als Himmel auf Erden bezeichnen könnte. Und so hört nun das Gedicht Himmel auf Erden. So unbeschreiblich wunderbar sehe Gott wandelnd auf Erden. Mitten unter uns schau hinein in jedes Gesicht voll Süße fein. Durch aller Wesen Augen liebt sie mich, angenommen, umarmt, vollkommen Licht. Arbeit und Freizeit sind jetzt eins, stetig, freudvoll fließend, sich ungehemmt ergießend, reinste, höchste Inspiration aus Göttin, hinein in unseren Tempel fein. Überall, Zeit ist immer frei, des Menschen wahres Handeln frei, Angst und Sorgen, Schatten klein, weichen schönem, selbst des Lichtem Schein. Wir sind jetzt hier, erwacht, ich sehe den Himmel auf Erden, wer hätte das gedacht, jenseits von Denken, ewiges Werden, immer schön, voll dankbarem Sein. Und dann kannst du dich hochdrücken in den Vierfüßlerstand für ein paar angenehme Katzenbewegungen, ausatmen, mache einen Katzenbucke wie eine Hauskatze, einatmen, Rücken wieder gerade oder leichtes Hohlkreuz, mach das so circa 5 Mal in deinem eigenen Rhythmus. Experiment heute. Ist nicht weiter schwierig, keine Angst. Also mit dem, ihr macht einatmend einen Katzenbuckel und ausatmend den Löwen. Dazu kann man die Hände so spreizen, die Finger, die Augen weit aufreißen, die Zunge so weit raus, wie es geht und so ein bisschen fauchend ausatmen. Machen wir 3 Mal gemeinsam. Einatmen Katzenbuckel und dann die Raubkatze. Und nochmal. Und nochmal alle liebevolle Aggression hineinbringen. Und dann auf die Hinterläufe, also jetzt machen wir noch eine weitere Raubkatze, den Panther, auf die Hinterläufe setzen und schön lang ausstrecken nach vorne, die Arme, den Rücken und ein bisschen weiter nach vorne wandern, wenn es geht. Und dann die Arme nach hinten bringen, kurz in die Stellung des Kindes. Und dann kannst du dich einatmend auch gleich aufrichten, in den Fersensitz kommen und dann mach dich bereit für den Drehsitz, Adho Mukha Trisanasana, bringe also den rechten Fuß über das linke Bein, rechter Fuß, rechtes Bein ist aufgestellt, dann kannst du dich am rechten Bein nochmal schön aufrichten zur vollen Größe und einatmen, den rechten Arm nach oben strecken, ausatmen, nach rechts hinten drehen, in den Drehsitz, der ja nach Matsyendra Muni benannt ist, der im Drehsitz auch erwacht sein soll. Und er hat das Wissen, was ihm dazu geführt hat, interessanterweise in der Inkarnation als Fisch bekommen. Deswegen auch Matsyendra Asana, der Fisch genannt. Und er hat das von Shiva bekommen. Und so lasst uns die Quelle dieses Wissens verehren im Drehsitz und damit verbinden. Om Namah Shivaya. Om
Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shivaya Namaha, Shivaya Namah Om, Shivaya Namaha, Shivaya Namah Om, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Mit dem nächsten Einatmen bringe den Arm wieder nach oben, drehe dich nach vorne, ausatmen, setze dann die Hand ab und baue den Drehsitz zur anderen, zur linken Seite auf. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shivaya Namaha, Shivaya Namah Om, Shivaya Namaha, Shivaya Namah Om, Shambho Shankara Namah Shivaya, Girija Shankara Namah Shivaya, Shambho Shankara Namah Shivaya, Girija Shankara Namah Shivaya, Arunachala Shiva Namah Shivaya, Arunachala Shiva Namah Shivaya, Arunachala Shiva Namah Shivaya, Arunachala Shiva Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Einatmen, hebe den Arm wieder an, ausatmen, komme nach vorne und dann mach gerne eine Ausgleichsbewegung zur anderen Seite, wenn du magst, und komme dann zum Stehen. Und im Stehen werden wir noch eine vorletzte Asana machen, eine sehr energetische Asana. Dazu einatmen, die Arme weit nach oben strecken, Rücken schön lang machen. Und ausatmen, nach vorne beugen in die stehende Vorwärtsbeuge. Und wir werden jetzt mal versuchen, das so circa 2 Minuten zu halten, wenn es dir natürlich nur möglich ist. Und atme tief weiter ein und aus. Bei dieser Asana wird zugleich energetisch das Kronenchakra und das Wurzelchakra aktiviert, verbindet also beide Potenziale miteinander. Und wenn das geschieht, dann erwacht das wahre Selbst und die wahre Kraft. Und so höre nur noch, tief weiter atmend, immer mehr in die Asana hinein entspannt, ein letztes Stück Lyrik. Unsere wahre Kraft. Einst sah ich mich, so mühsam, so entfernt dem Lieben zu leben. Doch jetzt sehe ich das Phönix Antlitz mutig aus der Asche steigen. So schön, erhaben, unbesiegbar, löwenstark. Ja, ich sehe dich jetzt hier, den Wahren, stark. Genau, er weiß um seine Macht. Das Bewusstsein, freudig formend, greift er in die Ewigkeit seiend. Das Wunder brennt hinfort die Nacht. Ich neige mein Haupt vor dir, du Löwenmensch, der du bist ich selbst in höchster Vision. Ich trete entschlossen ein, in geistige Dimension, wissend und vertrauend, ja, ich bin ein Löwenmensch. Dankend bin ich, ich tu's nicht nur für mich. Wenn ich erstrahle wie Sonnenschein, wird Gott in uns sich zeigen, herzensrein. Und Wellen, liebend, lebend, von ewig sein, brechen sich Bahn hindurch unaufhaltsamst, durch Ego-Bastion erbitterst verteidigt,
mit absoluter Leichtigkeit zum Glückseligsein. Es ist vollbracht, dem wahren Selbst zu ehren. Die erleuchtende Löwenkraft in mir jetzt ist erwacht. Und dann langsam mit dem nächsten Einatmen beginne dich aufzurichten, wieder zur vollen Größe. Und als allerletzte Asana, lasst uns noch den Krieger praktizieren. Dazu geh ans hintere Ende der Matte und mach dann einen schönen Ausfallschritt nach vorne rechts oder egal welche Seite. Dann später zu anderen. Und die Hüfte ist weiterhin frontal nach vorne gedreht, das hintere Bein, der Fuß etwa 45 Grad aufgedreht oder 30 Grad, also mehr so nach vorne frontal stehen. Und mit dem Einatmen dann beide Arme nach oben heben und in den Krieger kommen. Genau, also bei dieser Variante ist es gut, nach vorne die Hüfte geneigt zu haben. Und dann einatmen. Ausatmen, nicht vergessen, schöpfe Kraft aus dem Atem, kannst auch gerne die Augen mal schließen oder in die Ferne blicken und spüre die Aufrichtung, die kraftvolle Haltung, den festen Stand über die Fußsohlen zum Boden und zugleich die energetische Aufrichtung Richtung Himmel. Und wenn du magst, kannst du auch, wie gesagt, die Augen schließen und kannst im Geiste, wenn du magst, die Affirmation wiederholen. Ich bin ein Krieger des Lichts oder ich bin voller wahrem Mut und wahrer Stärke. Nochmal tief einatmen und mit dem Ausatmen kannst du dann die Arme absinken lassen, dann wieder zurückkommen den Schritt und dann einen Ausfallschritt zur anderen Seite machen. Der hintere Fuß wieder so 45 oder 30 Grad aufgedreht, Hüfte frontal nach vorne, einatmen, Arme nach oben heben. Schultern entspannt, die Arme aber gut nach oben gestreckt dennoch. Tief ein- und ausatmen, fühle den festen Stand, die Aufrichtung zugleich und wiederhole, wenn du magst, ich bin voller wahrer Stärke und wahrem Mut. Tief einatmen und mit dem Ausatmen wieder die Asana zum Ende kommen lassen, die Arme senken und dann mach dich bereit für Shavasana, für die Endentspannung. Richte dich so ein, dass du für etwa 15 Minuten entspannt und auch warm genug hoffentlich liegen kannst. Und so liegst du in Shavasana, der Rückenentspannungslage. Und atme einige Male tief ein und aus
Lass Prana, frische Lebenskraft in den Körper einfließen und ausatmen. Darfst du alle Anspannung, alle Anstrengung abfließen lassen in den Boden durch das Ausatmen. Nachdem du ein paar Mal tief geatmet hast, lasse den Atem ganz natürlich und frei fließen. Sanftes Einatmen und sanftes wieder Ausatmen kannst du von selbst geschehen lassen. Und fühle jetzt auch die Kontaktflächen deines Körpers mit der Matte. Fühle Hinterkopf, Schultern, Arme, Handrücken, wie sie die Matte sanft berühren. Und fühle auch den Rücken, den oberen, den unteren, Gesäß, über die Beine bis zu den Fersen, wie dein Körper sanft auf der Matte aufliegt. Kehre dann mit der Achtsamkeit wieder zum Atem zurück und nimm wahr, wie der Atem von selbst ein- und wieder ausströmt. Und jetzt noch zu helfen, geistig vielleicht noch mehr zu entspannen, höre nun noch ein letztes Gedicht. Ewig Licht. Liege hier, Mutter Erde mich bedingungslos tragend. Liebevoll sanft berührend, ihr Atem mich wiegt. Schatten von damals in mir jetzt sind besiegt. Weiß, lichtes Land, so duftend fein, hervorragend. Blumen, Wiesen, Wälder, ewig farbenfroh. Herbst und Frühling sich zauberhaft vereinen. Und ewiger Freund, löwenschöne Lichtgestalt, ist immer hier bei mir, in mir, dem einen. Einen von uns gibt es nur, das erkannt gibt mir Frieden. Total, im Selbst zufrieden, sehe ich, wie Schmetterling Pegasus sich anmutig erhebt, sich unaufhaltsam, freudig stürzend ins freie Leben. Kraftvoll, weiß, bunter Flügelschlag die Schwere aufhebt. Mein innerer Weg beginnt jetzt voll wahrstem Lieben. Immer entgegen, wunderschönst, goldener Sonne, ewig Licht. Und je mehr du entspannst, mit jedem Einatmen, Lebenskraft, Licht, Energie einatmend und ausatmend, alle Anspannung, alle Schwere ausatmest, desto leichter und zugleich kraftvoller fühlst du dich vielleicht dann. Und je entspannter, je leichter, lichtvoller oder kraftvoller du dich fühlst, desto mehr wächst vielleicht in dir der Wunsch oder die Bereitschaft, dich jetzt mit jedem Ein- und Ausatmen immer tiefer, immer leichter werdend, tiefer in dich selbst hineinsinken zu lassen. Mit jedem Ausatmen immer mehr entspannt, mit jedem Einatmen Licht, Kraft einatmend, kannst du dich im Vertrauen darauf, dass es jetzt nichts zu tun gibt, du wirst getragen, so wie du jetzt bist, von Mutter Erde, kannst du dich ausatmend immer mehr in dich selbst hineinsinken lassen. Je mehr du in dich selbst hineinsinkst, je tiefer du kommst sozusagen, desto lichtvoller wird es vielleicht, wenn du dich ganz dort hineinsinken lässt, wo du schon immer ganz du selbst bist, von jeher du selbst,
an diesem Ort des wahren Selbst, voller Licht, voller Weisheit und göttlicher Kraft. Während du dich dort hinein entspannst, begleite ich dich nun noch mit weiteren Löwenmantras, Narasimha und Lakshmi. Namaste Narasimhaya Pala. Shila Tankana Karaye Namaste Narasimhaya Palaralaradarayine Hiranyakashipo Vakshaha Shila Tankana Karaye Ito Nisimho Parato Nisimho Yato Yato Yamitato Nisimho Bahia Nisimho Riraye Nisimho Narasimha Marim Sharanam prapadye ito nisimho parato nisimho yato yato yamitato nisimho bahiya nisimho ridaye nisimho narasimha marim sharanam prapadye Tavakara kamaravare nakam adbhuta shringam Darita hiranyakashipu tanu pringam Keshavatrita narahari rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Tavakara Kamaravare Nakam Adbhuta Shringam Darita Hiranyakashipu Tanu Pringam Keshavatrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Du Löwenschöne Lichtgestalt brennst hinfort die Dunkelheit wohin ich auch geh du bist da Löwenkraft ist überall Ich öffne mich meiner wahren Kraft, die liebend Leben ewig schafft. Ich öffne mich meiner wahren Kraft, die liebend Leben ewig schafft. Ukram viram mahavishnum charantam sarvato mukam Nishimham Bishanam Batram Mrityo Mrityum Namamyaham Ukram Viram Mahavishnum Shvarantam Sarvato Mukham Nishimham Bishanam Batram Mrityo Mrityum Namamyaham
Ukram Viram Mahavishnum Svarantam Sarvatomukam Nishimham Bishanam Batram Mrityo Mrityum Namamyaham Nisimharif Jaya 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 Pralat Nisimho Pralat Nisimho Pralat Nisimho Jaya Pralat Nisimho Jaya Pralat Nisimho Pralat Nisimho Pralat Nisimho Jaya Pralat Nisimho Jaya Lakshmi Nisimho Lakshmi Nisimho Lakshmi Nisimho Jaya Lakshmi Nisimho Jaya Lakshmi Nisimho Lakshmi Nisimho Lakshmi Nisimho Jaya Lakshmi Nisimho Vertiefe wieder deinen Atem, komme mit ein paar tiefen Atemzügen allmählich wieder hier an und halte die Augen gerne noch geschlossen und wiederhole, wenn du magst, folgende Affirmation dreimal in deinem Geiste. Ich bin fortwährend in Kontakt mit meiner göttlichen Kraft. Ich bin fortwährend in Kontakt mit meiner göttlichen Kraft. Und dann bring, angefangen mit den Hand-, Fußgelenk, Kreisen, Bewegung in den Körper und strecke dich dann auch. Du kannst dich auch noch auf eine Seite drehen, zum Beispiel auf die rechte, kurz dort verweilen. Und richte dich dann langsam auf, komme in sitzende Position für das gemeinsame Om Chanten. Und dann lass uns einatmen für das Om.
Sukhino bhavantu. Mögen alle Wesen in allen Welten Glück, Harmonie und wahre göttliche Kraft und Stärke erfahren. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden und unendliche Kraft. Namaste. Vielen Dank für eure Yoga-Praxis. Wenn Fragen sind, kommt gerne zu mir. Ansonsten kann ich sagen, ich habe CDs mitgebracht. Es gibt Kirtan-CDs, Alben. Die gibt es auch im Shop. Und es gibt auch eine Mantra-Yoga-Stunde, so wie hier gehört, aber ein anderes Thema. Das Thema auf der CD ist Bhakti, Gottesliebe und Selbstliebe. Und genau, diese CDs gebe es auch als Download auf meiner Webseite devadas.de. Ja, vielen Dank. Danke. Dann auch gute und sichere Heimreise, wer heimreist.